Ja, ich bin in Bamberg geboren und aufgewachsen. Meine Familie wohnt da immer noch. Ich bin über meinen Papa zum Basketball gekommen. Er hat mich früher als kleinen Sohn immer mit zu seinen Spielen mitgenommen und da habe ich dann immer in Auszeiten oder in Halbzeiten ein bisschen selber auf den Korb geworfen. Habe Fußball, Basketball und Tennis alles zusammen gemacht und ja, je älter ich wurde, desto mehr musste ich mich dann entscheiden, in welche Richtung ich gehen möchte und bin dann beim Basketball geblieben. Bin dann ins Bamberger Jugendkonzept in Breitengüßbach gekommen und habe da die ganzen Mannschaften durchgemacht, ja, und irgendwann kam der Schritt, wo ich dann in den Bundesliga-Kader geholt wurde, habe mein erstes Spiel da absolviert, habe anscheinend überzeugt und ab dem Zeitpunkt ging es dann ja, weiter aufwärts. Ja, mittlerweile ist Basketball mein Beruf, meine Leidenschaft. Früher war es mein Hobby, jetzt habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und ich probiere natürlich alles Mögliche für die Mannschaft, die ich spiele, dass wir erfolgreich sind und ich bin mit Herzblut dabei. Meine Familie, mein kleiner Sohn, wenn ich nach Hause komme, die Tür aufsperre und er mich mit einem Lachen empfängt, weiß ich, okay, ich habe alles richtig gemacht und meine Familie unterstützt mich zu jeder Zeit und ich bin froh, sie zu haben und möchte sie nicht missen. Der unvergesslichste Moment war tatsächlich der erste Gewinn der Meisterschaft damals mit Bamberg. Ich habe damals als kleiner Junge noch verfolgt, von der Tribüne die Spiele. Habe die Meisterschaften von Dorf verfolgt und konnte mir im Prinzip nie ausmalen, irgendwann selbst eine Meisterschaft vom Parkett aus zu feiern. Und als das dann passiert ist, war das für mich sportlich ein unvergesslicher Moment. Ah, da gab es eigentlich einige. Ich war schon ein bisschen in Europa unterwegs und da sind einige Jungs schon auf mich zugekommen. Milos Teodosic war richtig tough. Tyrese Rice ist schwer zu verteidigen und schwer zu spielen und ja, da könnte ich jetzt einige Namen nennen und es waren jetzt einige wenige davon, aber es gab viele Jungs, wo es tough war, dagegen zu spielen. Ja, es war im Prinzip beim Karrierestart war es Chris Fleming, der mir damals die Chance gegeben hat, im Bundesliga im Kader mitzutrainieren und hat mir da meine ersten Minuten gegeben und ihm habe ich es im Prinzip zu verdanken, dass ich Minuten mit einem Bundesligaspieler geworden bin. In meiner Jugend hat mich stark Christian Bischoff geprägt. Der war damals Jugendtrainer in Breitengüßbach. Und der hat immer an mich geglaubt, hat mich immer gepusht und ihm habe ich auch viel zu verdanken. Mein Lieblingsfilm? Direkten Lieblingsfilm habe ich keinen eigentlich. Ich schaue von Action bis Komödie, mal mit der Frau einen romantischen Film, schaue ich eigentlich alles. Von daher einen direkten Lieblingsfilm habe ich keinen. Song? Ja, von T.I., Whatever You Like. Ja, mein kleiner Sohn ist gerade mein Hobby. Wenn ich nach Hause komme, verbringe ich ganz viel Zeit mit ihm, spiele mit ihm, gehe mit ihm raus spazieren. Und natürlich ist meine Frau auch an meiner Seite, von daher ist mein Hobby gerade meine Familie. Nee, nicht direkt. Das entwickelt sich dann meistens von Zeit zu Zeit, prägt sich irgendwas ein. Aber was ich jetzt jedes Jahr immer gleich mache, ist eigentlich nicht der Fall. Ja, Trainer nimmt man natürlich wahr, weil er dir immer was sagt oder Ratschläge gibt oder Anweisungen gibt, was du machen musst. Fans nimmst du natürlich auch in dem Sinne wahr, indem du die ganzen Emotionen, die passieren, aufnimmst und dich ja, positiv im Prinzip beeinflussen lässt. Negative Emotionen helfen dir nicht im Spiel. Deswegen, wenn die Halle kocht und die Emotionen da sind, im positiven Sinne, dann nimmt man das mit und das pusht dann einen auf jeden Fall mit nach vorne. Boah, gute Frage. Ich bin mittlerweile so an die Regeln gewöhnt, dass es eigentlich kaum eine Regel gibt, an die ich mich oder die ich jetzt ändern würde oder neu einführen würde. Ich glaube, ich würde die neue Schrittfehlerregelung, die da jetzt eingeführt werden soll, gleich wieder abschaffen. Ja, ich freue mich einfach, Basketball spielen zu dürfen in einer Mannschaft oder in einem Verein, die Tradition hat in der Liga, die auch erfolgreich spielt. Die Oldenburg gehört auf jeden Fall zu den Top-Mannschaften in der Liga. Und es war schon immer mein Ziel, bei einer Mannschaft immer zu spielen, die in den Playoffs spielt, die auch Ambitionen hat, Meisterschaften zu gewinnen oder Titel zu gewinnen. Und ich glaube, da bin ich hier genau am richtigen Ort.